Lieben, heute geht es um 5 Schuhe, die unser Outfit ruinieren, weil sie altbacken wirken und das gesamte Outfit runterziehen. Ich zeige euch auch bessere Alternativen, die genauso bequem sind. Wenn ihr einen dieser Schuhe besitzt, die ich heute kritisiere, fühlt euch nicht schlecht oder angegriffen. Ihr könnt mich A, einfach ignorieren oder B, diesen altbacken wirkenden Schuh an anderer Stelle des Outfits ausgleichen, denn es kommt immer auf das Gesamtoutfit an. Dazu gleich mehr. Nummer 1, keilförmige Absätze. Ich meine damit die Absätze, die unten immer schmaler werden. Das ist für mich der Inbegriff von altbacken. Würde ich noch nicht mal tragen, wenn ich 90 wäre. Und sind auch nicht klassisch, sind einfach nur trutschig. Sorry, ist leider so. Ja, also besser sehen gerade Blockabsätze aus und man hat auf diesen Blockabsätzen auch noch ein bisschen mehr Halt, weil man halt nicht diese Verjüngung da unten hat. Und die geraden Blockabsätze sind tatsächlich Klassiker, gehen also nie aus der Mode, verlängern ein wenig das Bein und sind dabei bequem. So, wem Bequemlichkeit nicht so wichtig ist, der kann auch zu anderen Absätzen greifen, zum Beispiel den Kitten Heels, die momentan sehr angesagt sind, also diese kurzen, ganz dünnen, so zahnstocherartigen Absätze oder die Absätze an den Schuhen der Designerin Amina Muadi, der Latest Shit. Ich denke, sie sind auch deshalb so beliebt, weil sie ein bisschen mehr Halt bieten als die klassischen dünnen Pfennigabsätze. Und sie haben natürlich einen hohen Wiedererkennungswert für alle, die Wert darauf legen, dass jeder mitkriegt, dass man Designerschuhe trägt. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die Louboutins so beliebt sind, also die Pumps mit der roten Sohle. Man erkennt sie einfach wieder als Designerschuh. Natürlich gibt es von diesen Schuhen auch etliche Dupes für alle, deren Motto ist Fake it till you make it. Ja. Also Nummer 2, Schuhe mit runden Kappen. So, ich meine damit Schuhe, die vorne rund sind und ansonsten eher elegant. Also nicht zum Beispiel Sneaker, die sollten unbedingt eine runde Kappe haben. Alles andere sieht bescheuert aus. Siehe diese spitzen Sneaker von Prada. Ja, wenn einem nichts Neues mehr einfällt, bringt man spitze Sneaker auf den Markt, klatscht ein Prada-Logo drauf und bittet die Kundin zur Kasse. Aber schreibt mir gerne, wenn ihr den spitzen Sneakern was abgewinnen könnt. Vielleicht liegt es ja an mir, dass ich irgendwie die Schönheit daran nicht erkenne. Ja, also zurück zur runden Kappe. Eine runde Kappe wirkt dann altbacken, wenn der Rest des Schuhs eher schmal und elegant ist. Ist der Schuh eher robust, wie zum Beispiel ein Chunky-Schuh mit einer dicken Profilsohle, dann passt die runde Kappe dazu und wirkt modern. Also mein Tipp, wenn ihr einen Schuh kaufen wollt, den ihr jahrelang tragen könnt, dann greift zu Schuhen mit mandelförmiger Spitze. Die sind zeitlos, werden die out sein und sehen an den meisten Frauen sehr schmeichelhaft aus, denn sie verlängern leicht das Bein, dadurch, dass sie so schmal sind, aber sie lassen das Bein nicht kräftiger wirken, wie zum Beispiel ein sehr spitzer Schuh, dessen filigrane Spitze das Bein im Verhältnis stämmiger wirken lässt. Nummer 3, Schuhe mit dicker Sohle ohne Profil. Ja, diese Schuhe wirken einfach sehr orthopädisch. Und ich weiß, im Bereich der Komfortschuhe gibt es wenige Schuhe, die nicht nach Komfort aussehen, sondern modern. Welcher Schuh definitiv besser und moderner wirkt, ist ein Chunky-Schuh mit einer groben Profilsohle. Und was ich zum Beispiel mache, ist mir in fast alle meine Schuhe mittlerweile bequeme Einlegesohlen reinlegen. Und auf diesen Schuhen mit Profil läuft es sich natürlich auch sehr stabil und sehr bequem. Und der Vorteil ist, wenn mal Schnee fällt, dann landet man nicht sofort auf dem Hosenboden mit so einem schönen Profil, wie auf diesen Schuhen ohne Profil. Das ist dann eine Schlitterpartie. Der Nachteil eines solchen Profils ist, dass man sich vor Tretminen in Acht nehmen muss, also Hundehaufen. Ach, wie oft habe ich, als man so kleiner war, schön diesen fein riechenden Hundekot aus seinen Profilsohlen rausgekratzt, während ich den Würgereiz unterdrückt habe. Ich bin auch immer, wenn ich das mitgekriegt habe, den Hundebesitzern hinterhergelaufen und habe ihnen im freundlichen Ton mitgeteilt, dass wir was vergessen hätten. Ja, naja, also zurück zu den Chunky-Schuhen. Im Moment haben wir einfach das Glück, dass bequeme und gleichzeitig moderne Schuhe sehr angesagt sind. Gibt das irgendwie Sinn? Moderne Schuhe sind angesagt? Irgendwie nicht, aber es sind solche Schuhe im Trend, die auch bequem sind. Man hat eine Riesenauswahl. Und auch wenn man jetzt diese Chunky-Schuhe nicht mag, es gibt ja auch gemäßigte Varianten, die so ein bisschen eleganter sind, nicht ganz so klobig. Und solche Schuhe verjüngen ein Outfit enorm. Nummer 4, Komfortschuhe. Ja, wie gerade schon angerissen, sehen Schuhe, die unter dem Begriff Komfortschuhe laufen, leider meistens auch so aus. Nervig und ärgerlich, denn viele von uns haben Problemfüße und sind darauf angewiesen. Und man sucht einfach ewig, um ein paar Komfortschuhe zu finden, die einen nicht 10 Jahre älter aussehen lassen. Ja, wenn man ein paar gefunden hat, das halbwegs schlicht
oder modern aussieht, dann am besten direkt drei Paar davon zulegen. Besser sehen modische Sneaker aus, in die man auch die Einlegesohlen einlegen kann. Und ja, sind einfach seit Jahren in der Mode. Im Moment sieht man sehr viele Retro-Modelle und auch die weißen Sneaker sind ein absoluter Klassiker. Obwohl ich mal in einem Video behauptet habe, sie seien out. Sie waren halt eine Zeit lang von den Laufstegen verschwunden, aber jetzt sieht man sie schon wieder überall. Also ein moderner Sneaker oder auch ein schlichter, klassischer Sneaker lassen jedes Outfit lässig, jung und frisch wirken. Nummer 5, oder ist es Nummer 4? Ich meine 5. 2000er Schuhe. Also Schuhe, die in den 2000er Jahren sehr angesagt waren, wirken auch immer etwas altbacken. Denn es wirkt so, als sei man im vorletzten Jahrzehnt stehen geblieben. Ein Beispiel sind die Peeptoes. Sie sind seit den 2000ern komplett weg vom Fenster. Ich hatte damals bestimmt 10 Paar und habe die immer ins Büro getragen. Und zwar mit einer transparenten Strumpfhose, die man dann vorne da bei diesem Loch sehen konnte. Sah total verboten aus. Aber ich weiß nicht, damals war ich noch nicht so modeinteressiert oder es war mir einfach egal. Dann die Pumps mit Plateau, die waren ja Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre total angesagt und wirken jetzt auch so ein bisschen wie von gestern. Aber wie gesagt, wenn ihr diese Schuhe aus Komfortgründen liebt, weil sie natürlich bequemer sind, als wenn der Schuh vorne flach ist und man hinten diesen Absatz hat und diese sehr unnatürliche Fußhaltung einnimmt, dann tragt sie unbedingt. Denn man kann dieses Unmoderne am Fuß auf jeden Fall an anderer Stelle im Outfit ausgleichen. Ein Outfit besteht ja meist aus 3 bis 6 Teilen und ob das Outfit modern wirkt oder altbacken, hängt davon ab, wie viele dieser 6 Teile wie von gestern wirken. Ist es nur der Schuh und vielleicht noch ein weiteres Teil, dann verzeiht das Auge den kleinen Ausreißer am Fuß und stuft die Trägerin als modern und stilsicher ein. Nummer 6, verspielte Designs. Es gibt so komische Designs auf dem Schuhmarkt. Manche sind so verspielt, dass man sich fragt, ob die Designer bei der Arbeit was geraucht haben oder Substanzen auf anderem Wege eingenommen haben, die die Wahrnehmung vernebeln. Und dann kommen so ganz experimentelle, merkwürdige, wirre Prints dabei raus. Ein Schuh braucht nun wirklich keinen Print. Also meine bescheidene Meinung. Vor allem, weil man ihn damit fast nichts kombinieren kann. Nur mit sehr schlichten Outfits. Ansonsten wirkt der ganze Look schnell konfus. Und vor allem, man nimmt bei der Trägerin nur den Schuh wahr. Man starrt auf den Schuh. Und die Trägerin und ihre Personality treten komplett in den Hintergrund. Ist doch schade. Ja, unifarbene Schuhe oder Sneaker mit ein bisschen was dran, Streifen, Sterne, was auch immer, sind einfach vielseitiger. Man trägt sie viel öfter und sie wirken viel moderner als so ein Printdesaster. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und irgendwie geholfen. Schreibt mir mal unten rein, ob ihr beim Schuhkauf darauf achtet, dass ein Schuh nicht altbacken wirkt. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video dazu, warum unsere Schuhe billig wirken. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!